Moment, holen wir mal zurück, ja. So, dann fangen wir jetzt an. Wie gesagt, wir haben es pünktlich 14 Uhr und möchten heute, wie besprochen, den Multi-Time-Frame-Ansatz aufzeigen. Heute hier am 13. März 2015. Am Nachmittag, wenn wir an den Märkten noch was Interessantes reinbekommen, dann können Sie das gerne auch mal in den Chat darstellen. Also hier auch jederzeit noch die Möglichkeit, dass wir vielleicht das ein oder andere Underlying noch covern. Neben dem, dass wir uns hier eben dem Thema Multi-Timeframe näher widmen wollen. Wer von Ihnen weiß denn oder hat denn davon noch nie was gehört in der Beziehung? Also was ist Multi-Timeframe? Kann jemand von Ihnen sich darunter nichts vorstellen? Dann vielleicht direkt mal in den Chat schreiben, damit wir einfach mal abklären, wer sozusagen da wie aufgestellt ist oder ob eben hier das Thema schon weitestgehend bekannt ist. Wenn dem so sein sollte, ist es dennoch so, dass sicherlich auch hier immer mal wieder der Ansatz dessen ist, dass man gewisse Wiederholungen fahren kann und vielleicht auch das ein oder andere Neue, die ein oder andere Neuheit zu erfahren. Also, ich grüße Sie ganz herzlich zum heutigen JFT FX Trading Strategie Webinar. Und mit dem haben Sie es zu tun. Das bin ich. Das dürften Sie auch weitestgehend schon kennen. Hier die Eckdaten zu mir. Ich freue mich, hier seit Juni 2013 mit an Bord von JFT zu sein. Und hier insofern meinen Weg dahingehend weiter nach vorn zu bestreiten. Hier die Werkzeuge der technischen Analyse. Das sind auch Elemente, die sich hier mit dem Thema des Multi-Time-Frame-Ansatzes in Verbindung bringen lassen. Ja, also werden das nach für nach in den nachfolgenden Folien sehen, dass man da praktisch hier eben mit den ein oder anderen Gimmick, dem ein oder anderen Tool, dem hier oder das besser gesagt hier von der Seite der technischen Analyse zur Verfügung gestellt wird, man auch hier hervorragende Möglichkeiten hat, im Multi-Time-Frame, Fenster zu agieren. Doch was ist eigentlich Multi-Time-Frame? Die Frage geht vielleicht hier allen voraus, für die, die es jetzt eben noch nicht wissen oder noch nicht gehört haben, was steckt eigentlich dahinter? Hier geht es prinzipiell auch um fraktale Strukturen. Ja? Multi-Time-Frame, also verschiedene Zeitfenster, verschiedene Zeitzonen im Einklang hier mit der Natur mal gebracht. Sie sehen hier diesen Wald, diesen gerodeten, der sich hier aber dann in der Form darstellt, dass praktisch der Ausschnitt des gerodeten Waldes sozusagen ein Element des Ganzen sein soll. Also es geht auch hier darum, dass Sie sicherlich schon von der Selbstähnlichkeit der diversen Naturphänomene gehört haben. Ob das jetzt die Schneeflocke, der Tannenzapfen oder was auch immer ist, bis ins kleinste Detail gibt es hier eben eine große Selbstähnlichkeit, eben von der Tanne selbst bis zum Tannenzapfen, bis zum Tannenaufbau des oder Tannenast als solchen. Und das heißt, vom Großen bis ins Kleine gibt es hier eine gewisse Selbstähnlichkeit, die nicht zu verneinen ist. Deswegen kurz zu den Inhalten, die wir uns heute jetzt hier mal näher anschauen wollen. Da geht es zum einen um fraktale Strukturen, eben dem Naturgesetz im Sinne der Selbstähnlichkeit. Was hat es damit auf sich? Dann der Preis als einzigste Darstellungsmöglichkeit gerade für das Trading in Form des Charts und hier der Chart als preisliche Wahrheit. Wie war Multi-Time-Frame? Also was sagt uns denn der Chart eigentlich immer aus, wenn wir hier im Kontext des Multi-Time-Frames agieren? Und dann nochmal Praxisbeispiele und Ideen zur Umsetzung. Ja, also zur Umsetzung Ihrerseits, wie Sie hier möglicherweise an den Märkten vorgehen können, vorgehen wollen, um sich hier den Weg für, ja, möglicherweise einen profitableren Handel, einen zielführenden Handel oder wie man das auch immer beschreiben will, letztlich den Weg zu ebnen, um hier vielleicht ein Stück weit über den Teller hinauszuschauen. Und das wollen wir uns angucken. Und da beginnen wir zuallererst mit dem Thema, Sie sehen es leicht grau dargestellt, hier die Augen schärfen, dem Thema das physikalische Prinzip der Märkte. Fangen wir hier mit einer klassischen Folie an. Der ein oder andere wird das vielleicht schon kennen aus früheren Webinaren oder Seminaren meinerseits. Hier geht es ehrlich gesagt mal darum, dass wir hier im Sinne der Skulptur, die hier gen Himmel zeigt, eigentlich alle auf der Suche nach einem sind. Wer von Ihnen kann mir sagen, was wir eigentlich suchen, wenn wir an den Märkten agieren? Wer von Ihnen hat hier eine Ahnung, worauf ich hier hinaus will? Wer noch nicht natürlich an den vergangenen Webinar teilgenommen haben und die Folie als solche nicht kennt, ist hier aufgerufen, mal eine Stimmung abzugeben, ein Meinungsbild, was ich hier wohl mit meinen könnte, wenn wir hier über fraktale Strukturen sprechen und hier eben jetzt über das Bild, die Skulptur, die Metapher als solche, die uns hier einfach mal
ein bisschen den Weg öffnen soll zum Thema. Wir suchen. Ja, es geht in die richtige Richtung, was ich lese. Aber speziell oder um es auf den Punkt zu bringen, ist es das, dass wir hier den Preis der Zukunft suchen. Wir alle, Sie wie ich, suchen entweder den Preis der nächsten 5-Minuten-Kerze, wie er denn ausgehen wird, der nächsten Tageskerze, der Wochen- oder Monatskerze. Wir wollen letztlich wissen, wo der Preis hingeht, in welche Richtung er tendiert, um uns praktisch ein Ziel vorzugeben, ob wir Long, Short gehen oder besser uns dem Markt fernhalten. Letztlich wollen wir alle wissen, wohin die Reise geht an den Märkten. Und dies, um ganz ehrlich zu sein, unterliegt einer gewissen Wahrscheinlichkeit, eben hier richtig zu liegen. Im großen Gesetz der Zahlen darf man hier davon ausgehen, wenn Sie jetzt willkürlich 10.000 Mal kaufen würden oder verkaufen, würden Sie etwa in der Hälfte der Fälle, rund 50% der Fälle, richtig liegen. Im Gesetz der großen Wahrscheinlichkeit, auch Münzwurfprinzip genannt. Ja, also mittelfristig gibt es ja den Nährwert und Sie würden eben hier sich dem Nährwert nähern und würden dann hier früher oder später bei einem Wert von 50% landen. Also in 50% der Fälle hätten Sie richtig getippt und in 50% der Fälle falsch. Natürlich irgendwo ein bisschen unbefriedigend, wenn man sich das so vorstellt. Wir wollen natürlich die Quote ein Stück weit erhöhen und das können wir dank der technischen Analyse mittels der Techniken, die uns diese zur Verfügung stellt und insbesondere eben auch mit dem Ansatz des Multi-Time-Frames. Und jetzt direkt mal für, das in dem Multi-Time-Frame gesprochen, ein nächstes Bild. Ein Bild einer schweren, mit einer tonnenschweren Diesellok, die hier Fahrt aufnimmt, Fahrt aufgenommen hat. Ein Güterzug hier hinten dran, viele, viele Tonnen und hier dick unterwegs. Was will uns das Bild sagen? Was wollen wir uns letztlich damit darstellen? Was wollen wir letztlich damit ausdrücken? Ganz einfach gesagt, hier geht es um eine klassische Bewegung, eine klassische Trendbewegung. Okay? Der Zug als solcher verdeutlicht nichts anderes als einen Trendimpuls, den wir jetzt mal symbolisch auf die Märkte umtragen oder ummünzen. Nehmen Sie nur ein Beispiel, jetzt den DAX, der hier volle Fahrt in Richtung Trendbewegung aufgenommen hat. Und diese kann man auch hier im Multi-Time-Frame-Sinne, also im Kontext der Verbindung der einzelnen Zeitebenen, durchaus schön definieren. Und der Punkt ist, wenn ein solcher Zug eben Fahrt aufgenommen hat, dann ist eben das Gesetz der Physik auch auf die Märkte bezogen mal gar nicht so uninteressant. Hierbei geht es letztendlich darum, dass es eine Masse, die in Bewegung ist, eher dazu neigt, die Bewegung fortzusetzen als umzukehren. Ja? Und das ist genau das, was wir hier mit dieser Diesellok vergegenwärtigen wollen. Also eine Bewegung, die intakt ist, neigt eben eher dazu, sich fortzusetzen als umzukehren. Und da schließen wir den Schluss, dass man hier, wenn man den Trendbewegungen sucht, auch besser beraten ist, mit dem Trend zu gehen, als sich gegen den Trend zu stellen. Das machen gerade viele Einsteiger falsch. Hier wird immer häufig versucht, an den Oberpunkten mögliche Widerstandsbereiche, mögliche Tagesranges, die ausgeschöpft wurden, da short zu gehen oder umgekehrt, wenn ein Markt fällt, dann möglichst tief unten dann wiederum den Long zu suchen, wenngleich man da eben betrachten muss, ob hier nicht eine Trendbewegung vorliegt. Und da passiert es eben häufig, dass man dann förmlich überrannt wird von solchen Trendbewegungen. Viel besser ist es eben, mit Trendbewegungen zu gehen. Mit solchen Trendbewegungen, die hier jetzt in Form dieser Diesellok dargestellt sind oder eben beispielsweise der enormen DAX-Rallye, den wir ja nunmehr schon seit langer Zeit sehen. Wie kommt man aber in den Trend rein? Dazu gleich mal das nächste Bild, was hier eigentlich nur darstellen soll, dass es natürlich hier Pendelbewegungen gibt. Es ist nie eine Einbahnstraße, auch wenn gleich das beim DAX derzeit so scheint und beim Euro-US-Dollar in Richtung Süden eine Abwertung ohne Ende in Anführungszeichen. Aber das ist genau das, wo man sagt, man hat Trendbewegungen. Es gibt aber immer wieder zwischengeschaltete Konsolidierung, Verschnaufpausen, praktisch Bereinigungsphasen, wo der Markt sich neu orientiert. Aber letztlich trendfolgend, übergeordnet dem Trend hinterhergehend sozusagen, wieder in die richtige oder in die präferierte übergeordnete Trendrichtung einschlägt. Aber man kann Konsolidierungsphasen und gerade auch im Sinne des Multi-Time-Frames-Ansatzes eben dann dazu nutzen, um in den Markt reinzukommen. Ja, und auch da gerade, wenn Sie in den Zeitebenen spielen, in einer übergeordneten Zeitebene einen Trend haben, dann suchen Sie in einer kleineren Zeitebene möglicherweise den Einstieg. Das ist mal gar nicht so verkehrt. Das soll im Prinzip hier dieses Bild darstellen. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt der Multi-Time-Frame-Betrachtung und was sie konkret bedeutet. Ich sagte schon zu Beginn, ein Objekt wie der Chartverlauf besteht aus mehreren verkleinerten Kopien. Ich sagte schon Selbstähnlichkeit seiner selbst. Der Chartverlauf tatsächlich, das werden Sie kennen, hat hier tatsächlich in den unterschiedlichen Timeframes eine unterschiedliche
Ausprägung, aber letztlich ähneln sich die Chartverläufe doch zusehends. Und das kann man hier auch mit dem, ich sagte vorhin, das Prinzip der Tanne oder eben auch Schneekristall mit diesem Prinzip gleichsetzen. Ja, also die Kristalle als solche haben hier praktisch eine Selbstähnlichkeit, die Schneeflocke als solche vom Großen bis ins Kleinste, unter dem Mikroskop betrachtet, ist es eine Ähnlichkeit vieler verkleinerter Kopien seiner selbst. Das ist es eben. Und das auf den Chart bezogen, werden wir uns gleich näher nochmal anschauen. Was wir aber noch machen können, sind gleichartige Marktsituationen eben zu suchen im Sinne des Multi-Time-Frames. Diese Marktsituationen werden durch Charts ausgedrückt, durch Kursverläufe, Preisverläufe. Warum funktionieren denn gewisse Pattern-Formationen? Weil hier gewisse menschliche Reaktionen sich immer wieder gleich abspielen. Ja, Geschichte sozusagen wird nicht neu erfunden, sondern sie wird immer wieder von neuen Generationen erlebt, sagt man auch. Also es ist immer wieder ein Zyklus, der sich wiederholt. Und deswegen gibt es auch gleichartige Marktsituationen und gewisse Chart-Pattern, die in ihrer Ähnlichkeit eben auftreten und dann eine gewisse Wahrscheinlichkeit zur Fortsetzung haben oder zur Auflösung vielmehr, weil es eben so ist, dass die Reaktion auf gewisse Marktverhalten, auf gewisse Impulse, eben hier Euphorie, Gier, Panik und Angst, das sind Elemente, die immer wieder auftreten. Ja? Und auch jetzt in der derzeitigen Phase der, sage ich mal, überschäumenden Euphorie, einem DAX, der hier schon vom jüngsten Verlaufstief an die 20% gestiegen ist, innerhalb von 3 Monaten wohl bemerkt. Das sind natürlich Rahmenbedingungen, die suchen ihresgleichen in der kurzen Zeit. Der DAX steigt im langfristigen Mittel um die 9% und er hat jetzt schon in den ersten 3 Monaten des Jahres 2015 hier mal eine saubere Performance von um die rund 20% hingelegt. Das muss man sich mal vor Augen führen. Was kommt denn da noch? Letztlich sind wir derzeit in einer sehr euphorischen Phase, die unter Umständen durchaus ein Wechselbad der Gefühle erfahren dürfte, wenn es eben mal hier zu einem Korrekturimpuls kommt, der auch durchaus am Horizont nicht unmöglich erscheint und sozusagen auch ja, in Bälde auch auftauchen könnte. Wann? Das werden uns sicherlich auch die Charts verraten. Denn es gibt eben hier, Moment, jetzt mal zurück, hier die Formation, wie eben hier so eine Art Doppelhoch, Schulterkopf, Schulter als klassische Trendwendeformation, Dreiecke, klassische Trendlinien. Letztlich gibt es Chartverläufe, die sich, egal ob im Wochenchart, Tageschart oder Stundenchart, gleich darstellen und wiederholen. Wobei hier bemerkt werden muss, je größer das Timeframe, je mehr Kapital in dem Timeframe steckt, desto aussagekräftiger sind auch solche Formationen. Also ich sage jetzt mal, eine Schulterkopf-Schulter-Formation im 5-Minuten-Chart hat mit Sicherheit nicht die Relevanz einer Schulterkopf-Schulter-Formation auf Wochenbasis oder Tagesbasis, okay? Aber sie tauchen dennoch auf, weil eben die Selbstähnlichkeit in den Charts ganz klassisch vorzufinden ist. Dazu auch passend hier die klassische Elliott-Wellen-Lehre, ja, in Sachen Bewegung, Korrektur, Bewegung. Ja, also Korrekturwellen, Impulswellen und dergleichen. 1, 2, 3, 4, 5, die klassische Zählweise. Das ist jetzt mal hier ein Tageschart, wie man ihn jetzt klassisch zählen könnte im Sinne der Wellenprojektion. Das Ganze aufgedröselt könnte dann hier so aussehen. Das heißt, in dieser Fünferwelle, in diesem Impuls gibt es untergeordnete kleine Fünferwellen und ABC-Korrekturen. Fünferwellen, ABC-Korrekturen. Und dann gibt es hier oben so eine kleine Top-Bildung. Aha, am 5. Punkt, dann startet plötzlich eine Abwärtskorrektur. Wie auch immer. Letztlich gerade die Elliott-Wellentheorie zieht ihren großen Nutzen auch aus der Verbindung des Multi-Time-Frame-Ansatzes und auch die Markttechnik mit ihren 1, 2, 3 hoch, 1, 2, 3 tief. Hat auch ihre Stärke generell dahingehend, wenn man mit dem übergeordneten Trends geht. Also wenn Sie zum Beispiel hier so eine übergeordnete Trendrichtung haben, dann empfiehlt es sich natürlich hier in den untergeordneten Timeframe in die Trendrichtung zu traden. Und das machen erfolgreiche Markttechniker und auch natürlich Elliott-Wellenzähler, wie in dem Fall jetzt hier dargestellt. Man muss natürlich sehen, wo die übergeordnete Richtung abläuft, um hier, das ist wieder das Beispiel des Zuges, mit Trendrichtungen zu gehen. Warum? Weil eben die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der Trend sich fortsetzt in die Richtung, die eben eingeschlagen wurde. Wenn Sie dann noch gewisse Finessen in Sachen Wellenzählung haben, gewissen Projektionspunkten, gewissen Kurszielen, dann kann man auch an bestimmten Punkten Umkehrlevel einleiten bzw. herausleiten, um dann möglicherweise hier eine neue Impulswelle zu erahnen. Also der Möglichkeiten gibt es da viele, aber letztlich geht es darum, dass Sie die Charts miteinander verknüpfen sollten und auch können. Der nächste Punkt, kombinieren Sie die Zeitebenen und ein weiterer Vorteil, ich nenne es nur in Anführungszeichen, Spiel der Wahrscheinlichkeiten zur Prognose rückt zu deinen, zu Ihren Gunsten.
Was soll das heißen? Natürlich, wenn Sie die Zeitebenen kombinieren, ich sagte ja schon, die professionellen Marktteilnehmer, die, die auch erfolgreich im Markt agieren, die kombinieren natürlich die Zeitebenen. Ja, die bewegen sich natürlich primär in ihrem Trading-Zeitfenster, aber sie sind wohlbedacht darauf, was in der höheren Zeitebene passiert, was da abläuft, wie man da sich eben bewegen kann am Markt. Und das ist genau das, worauf auch Sie Ihren Fokus legen sollten. Doch die Frage, die sich durchaus der ein oder andere wahrscheinlich stellen wird, wie kann man das bewerkstelligen? Wie soll man denn hier nun vorgehen? Und dazu will ich Ihnen jetzt mal ein paar kleine Beispiele bringen. Es ist hier nicht geeicht auf Vollständigkeit, es gibt noch weitere Elemente, aber lassen Sie mich einfach mal so die Eckpunkte, die Kernpunkte hier aufführen, mit denen Sie praktisch agieren können an den Märkten oder das, was Sie heute mitnehmen sollten, um eben am Markt hier auch noch besser mit der stürmischen See zu agieren. Als erster Punkt wäre hier der generelle Blick, und da wiederhole ich mich gern, ist der in die nächst höhere Zeitebene. Soll heißen, hier vorne im ersten Glied Daily, also Tageschart, Weekly, Wochenchart. Wenn Sie im Tageschart agieren, dann schauen Sie doch ruhig mal auf die nächst höhere Ebene in Form des Wochenchartes. Was macht denn der? Wohin geht denn die Trendrichtung? Wie sind wir hier aufgestellt? Gleiches Prinzip beim untergeordneten Timeframes. H1, wenn Sie im Stundenchart traden, schauen Sie doch mal, gerade am Forex-Markt sehr beliebt, in den 4-Stunden-Chart. Ja? Gleiches Beispiel M15, 15-Minuten-Chart. Wenn Sie hier agieren, lohnt es durchaus mal zu sehen, was im H1 passiert. Also was macht die nächsthöhere Zeitebene? Genauso M5, M15 und man könnte auch M5, M1 schreiben oder M1-Tick-Chart. Das kann man so weiter fortführen. Letztlich geht es nur darum, egal in welchem Timeframe Sie agieren, versuchen Sie oder nehmen Sie das mal heute mit, dass Sie auch in das nächsthöhere Timeframe schauen, um sozusagen hier den Weg des Multi-Time-Frame-Ansatzes zu verfolgen. Okay? Ganz, ganz wichtig. Zweitens, was kann man noch machen? Beispiele. Der Einsatz von gleitenden Durchschnitten. Sie wissen, dass ich selber gern den Rainbow Trading Style forciere. Also das ist praktisch ein Trading-Stil, den ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Früher nannte ich das Ganze multiple gleitende Durchschnitte, bis ich dann über diverse Lektüre und Internetforen und dann letztlich auch natürlich Lars Gottwig, dem Management Director von JFD Brokers, der früher selber bei Gottmann Trader einen Trading-Service namens Rainbow Trading leitete und selber der Lars ja auch über viele Jahre bewiesen hat, dass man mit ja, in Anführungszeichen begrenztem Kapital dennoch mit einem sauberen, seriösen Trading-Setup seinen Lebensunterhalt bestreiten kann und das eben über Jahre hinweg und das hat er bewiesen, deswegen hat er auch den Service gehabt und. Letztlich hat er das gemacht, was zielführend war. Er hat sich letztlich dazu auch entschlossen, hier einen Broker ins Leben zu rufen, der eben das faire Prinzip nicht nur schreibt, sondern auch lebt. Und letztlich hier der Einsatz von kleinen Durchschnitten, um zum Thema zurückzufinden, ist der, dass man mit kleinen Durchschnitten natürlich viele Perioden einfangen kann. Ja, also ein EMA oder ein SMA, machen wir es mal ganz einfach, der Simple Moving Average, der hier sozusagen in verschiedener Periodeneinstellung agiert und Sie nehmen beispielsweise den SMA 100 oder den SMA 200, dann haben Sie natürlich einen sehr, sehr trägen kleinen Durchschnitt, der aber auch die höheren Zeitebenen mit einfängt. Der nimmt die mit. Und unter diesem Blickpunkt, unter dieser Betrachtung, dass der die mitnimmt, die höheren Zeitebenen, haben Sie natürlich gewissermaßen auch einen Blick für die größere Zeitebene. Und im Rainbow Trading ist es ja selbst so, dass ich hier eine ja, multiple gleitende Durchschnittsstrategie fahre. Ich zeige nachher auch gerne einen Chart dazu. Beziehungsweise Sie können auch mal heute sehen, was der Markt da so intraday geboten hat. Letztlich haben Sie mit den gleitenden Durchschnitten den Vorteil, dass Sie hier, gerade wenn Sie diese kombinieren, eben verschiedene Timeframes einfangen können. Und zu dem Rainbow Trading selbst ist auch dieses Jahr wieder ein direktes Online-Seminar gedacht, wo praktisch hier auch die Spezifizierung der Rainbow-Taktik, des Rainbow-Ansatz nochmal eingegangen werden soll. Wenn Sie da Interesse haben, ruhig mal laut geben. Aber es wird, wie gesagt, auch dieses Jahr nochmals stattfinden. Also, aber mit den gleitenden Durchschnitten können Sie übergeordnete Zeit-Timeframes, Zeitzonen, Zeitbewegungen einfangen. Auch mit Single gleitenden Durchschnitten, also zum Beispiel dem einfachen SMA 200. Dann eine weitere Idee sind die Indikatoren aus einer höheren Zeitebene im aktuellen Chart zu verwenden. Das ist auch so ein Multi-Time-Frame-Ansatz. Das heißt, Sie haben beispielsweise, da sehen wir nachher einen 5-Minuten-Chart auf oder einen 15-Minuten-Chart auf und Sie haben dort unten eine Indikation laufen, die allerdings
auf einem höheren Zeitlevel Ihnen praktisch in dem aktuellen Zeitlevel zeigt, was sehen denn die über mir oder auch beispielsweise unter mir? Was sehen die denn da gerade im überkauften, im überverkauften Bereich oder was auch immer? Letztlich ist es nicht schlecht und sehr, sehr zweckdienlich, dass Sie sich hier den Indikationen bedienen, aber nicht aus dem aktuellen Zeitfenster, sondern aus einem höheren. Gut, fahren wir fort. Beispiele zum Multi-Time-Frame. Wir gehen jetzt mal auf den Blick der nächsthöheren Zeitebene ein, nämlich der erste Punkt. Was kann das sein? Wir haben hier die verschiedenen Timeframes und wir haben hier mal klassische Kombinationsmöglichkeiten ohne Gewähr, wie gesagt. Hier sehen Sie eigentlich nur diese Kombination, die man eben fahren kann, um hier sozusagen eine gewisse Sicherheit für das gewisse Trendmomentum im laufenden Chart zu bekommen. Also wenn Sie hier auf der 1 Minuten, 5 Minuten, 15 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden, Daily und so weiter, können Sie da unten ja fortführen, unterwegs sind, dann ist es durchaus zweckmäßig, dass Sie wissen, was im 5 Minuten, 30 Minuten Chart, 30 Minuten, 4 Stunden Chart, 1 Stunden, 4 Stunden Chart, Sie sehen es ja immer von links nach rechts, was in diesen Timeframes dann praktisch los ist. Ja? Also man kann sich zum Beispiel hier am 1 Stunden, oder nehmen wir das direkte mittlere Beispiel hier, wenn Sie hier den Stundenchart betrachten und eine gewisse Ambition hegen für Long oder Short, ja, dann macht es durchaus Sinn, mal zu schauen, wie ist der übergeordnete Trend im 4-Stunden-Chart und dann, okay, im 15-Minuten-Chart nach einem Entry im Stundenchart oder vielleicht sogar gleich direkt im 15-Minuten-Chart im Einklang des 1- und 4-Stunden-Chartes eine Entry-Order dann in Trendrichtung aufzulösen. Beziehungsweise nicht aufzulösen, sondern vielmehr einzugehen und diese im Idealfall dann natürlich erfolgreich aufzulösen. Das ist natürlich der Sinn und Zweck dessen, dass man hier mit einer Kombination der einzelnen Timeframe arbeitet. Das ist jetzt hier mal ein Beispiel, was häufig so verwandt wird. Es gibt natürlich auch den 3-Minuten-Chart und den 9-Minuten-Chart und es gibt ja Fibonacci-Charts, ja 5, 8, 13 und. Da kann man viel rumspielen. Letztlich sind das mal die Klassiker, aber kein Anspruch auf Gewähr. Im Prinzip kann man hier alles Mögliche noch kombinieren. Im Prinzip geht es eben nur darum, dass Sie mit einer Timeframe, mit dem Sie unterwegs sind, eben auch durchaus nochmal die anderen um Sie herumliegenden betrachten. Und wir nehmen jetzt mal hier direkt den 15 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden Chart raus, um jetzt mal ganz symbolisch mal vorzustellen, wie man hier jetzt mit klassischer technischer Analyse zum Beispiel, ohne jetzt irgendwelche Spezialindikatoren oder dergleichen, gewisse Trendimpulse einfangen kann, um hier sozusagen Ableitung zu treffen. Und dazu sehen wir jetzt mal hier, immer noch vor dem Hintergrund der generelle Blick in die nächsthöhere Zeitebene, hier vom H4 ausgehend, also 4 Stunden Chart, ist ja eine sehr, sehr beliebte Zeitebene im Forex-Markt, eine sehr, sehr beliebte Trading-Zeitzone und insofern, oder Timeframe vielmehr gesagt, und insofern ist hier klar feststellbar, ohne jetzt irgendwelche Trendlinien, 1, 2, 3 gezählt oder Elliott-Wellen, Sie sehen, der Preis kommt hier von links oben und geht nach rechts unten. Ja, was haben wir da per se? Natürlich einen Abwärtstrend, ganz klar. Der Trend ist nach unten gerichtet, der Trendpfeil zeigt nach unten und der Markt hat hier eine entsprechende Schwäche. Diese Erkenntnis ziehen wir schon mal aus dem H4. Wenn wir dies jetzt haben, okay, dann gehen wir jetzt mal noch eine Zeitebene tiefer vom H4 in den H1 und betrachten jetzt hier sozusagen diese Ebene. Also wir zoomen uns sozusagen vom Großen ins Kleine hinein und schauen uns jetzt den H1 an. Den Stundenchart, die Ebene, die wir gerade eben hier ummantelt haben, die schauen wir uns jetzt hier konkret an. Haben hier noch eine Indikation unten drin, wunderbar. Und haben jetzt hier aber auch noch die Bollinger-Bänder drin und Pivot-Punkte, die ja mir im Forex-Markt relativ üblich sind, aber hier im Sinne der technischen Analyse ganz normale Werkzeuge darstellen. Und insofern achten wir mal drauf, was passiert. Wohl wissen, dass wir aus dem H4 in einem übergeordneten Abwärtstrend stecken. Hier Ende November einen starken Aufwärtsimpuls im Stundenchart gesehen haben. Auch hier im 4-Stunden-Chart ist das hier diese starke Aufwärtskerze. Und dieser führte sozusagen Gegentrendrichtung zu einem Aufwärtsimpuls. Im Anschluss an dieses Hoch oszilliert der Markt jetzt mehr oder weniger im Stundenchart seitwärts. Das sehen Sie ja sehr schön. Auch durch die Bollinger-Bänder hier eindrucksvoll dargestellt. Diese ziehen sich nämlich zusammen. So eine Art Flaschenhalsprinzip. Vielleicht auch schon mal gehört, dass hier die Märkte, gerade die Bollinger-Bänder, natürlich hier auch als Volatilitätsbänder dienen, sozusagen, um hier praktisch Volatilität darzustellen, aufkommende, abnehmende und dergleichen.
Und John Bollinger hat sich eben damals hier bemüht, diesen Indikator sozusagen als ja, Richtschnur seines Handelsansatzes zu verwenden. Und die Bollinger-Bänder haben ihren Einzug in die Welt der technischen Analyse mehr als gefunden. Und hier ist es eben so, dass wir natürlich sehen, dass der Preis sich ja mehr und mehr zusammenzieht und irgendwann muss es zu einem Impuls kommen. Wir sehen dann hier, dass es tatsächlich einen Impuls gibt, der allerdings dann nicht in Trendrichtung übergeordnet H4, wir wissen, der Trend fällt ab, sondern hier nach oben ging. Es wurde hier anhand des Pivotpunktes R1, das ist das Resistance Level 1, sehen wir hier diese Horizontallinie. Diese wurde überwunden und im Prinzip eine Attacke der Bullen gestartet. Dann jedoch kommt es hier zu einem bearish Engulfing. Jetzt wird der eine oder andere sagen, das ist doch kein bearish Engulfing. Das ist immer eine Sache dessen, wie man so eine Candlestick sieht. Für mich ist es entscheidend, dass hier der Hoch, das Hoch und das Tief der jeweiligen Kerze, der Nachfolgekerze, die Vorkerze umschließt. Nicht zwingend nur der Kerzenkörper, wie so ein klassischer Engulfing. Ja, aber auch dieses Pattern hier kann man als bearish Engulfing sehen. Tatsache ist, wir bilden an einem Resistant Point anhand des Tagespivotpunktes und an dieser Horizontalwiderstandslinie eine solche Candlestick-Umkehrformation. Zugleich haben wir hier eine überkaufte Situation in der Stochastik, in dem Oszillator. Und wir sehen hier, okay, hier ist zumindest mal ein Punkt, der zur Vorsicht mahnt. Die Volatilität dehnt sich aus, also es kann Bewegung reinkommen, aber wir haben es jetzt hier damit zu tun, dass an einem Widerstand ein Candlestick-Umkehrmuster auftaucht und wir aktuell in einer überkauften Situation sind. Lässt den Schluss naheliegen, dass man sagen könnte, okay, warum hier jetzt aufspringen in Richtung Norden, also gegen den übergeordneten Trend, sondern warum nicht vielleicht jetzt hier einen Short-Einstieg suchen? Und dazu gehen wir jetzt mal in den 15-Minuten-Chart, der hier dieses Candlestick-Mustern sozusagen aufweicht. Und da gibt es jetzt hier auch noch den Bearish Harami, aber ohne jetzt hier zu sehr in die Candlestick-spezifische Auswertung oder das Lesen der Candlesticks zu gehen, sei hier wichtig genannt, dass man auch neben so einem Bearish Harami im M15 auch hier zum Beispiel unterhalb des Candlestick-Patterns oder unterhalb des Tagestiefs, welches hier, Sie sehen es ja hier, wir kommen hier in die Morning Session rein, unterhalb des jeweiligen Tagestiefs eine Stop oder setzen, man eine Stop-Sell-Order zum Beispiel hätte setzen können, um sich hier dann automatisch einstoppen zu lassen. Hier unter diese Kerzen des Morgens, unter die Kerzen der Asia-Range, whatever. Da gibt es viele Einstiegsmöglichkeiten. Wichtig ist aber, dass Sie wissen über oder wohlwissend über dem übergeordneten Trend sind und dann eben hier mit diesen Signalen, die sich gerade im Stundenchart auftaten, hier im M15 dann Ihren Einstieg zu finden, um an einer Trendbewegung in Trendrichtung teilzunehmen. Trendbewegung deswegen, dass wir hier, wir haben diesen einzigen dynamischen Impuls gesehen, dann eine relativ zähe Seitwärtsphase, das heißt, die Käufer hatten keine Anschlusskraft, dann gab es hier so ein Umkehrsignal und das war das, wo man dann im Prinzip aufspringen muss, weil die Wahrscheinlichkeit eben doch erhöht ist, dass sich im Zuge dessen hier die Trendrichtung, die übergeordnete, weiter fortsetzt. Und genau das hat sie ja dann auch getan und man hätte sich sozusagen hier ein paar Pips, wie es so schön heißt, aus dem Markt schneiden können. Und nur darum geht's. Mit dem Multi-Time-Frame-Ansatz, wie gesagt, haben Sie die Möglichkeit, genau dies zu vollziehen und hier mit der Kombination der verschiedenen Zeitebenen einen genaueren, einen schlussfolgernd logischen Einstieg zu finden und hier eben nicht Harakiri-Trading zu machen und aus einer einzelnen Timeframe heraus Entries absetzen, weil eben da mal eben so ein Signal kam. Nein, Sie erhöhen Ihre Wahrscheinlichkeit, Treffer zu vollziehen, wenn Sie da natürlich taktisch, systematisch nach einem klaren Setup vorgehen. Und ein Setup ist tatsächlich in den unterschiedlichen Timeframes vom Großen bis ins Kleine, dann eben nach gewissen Ausgangssituationen zu suchen, die sich dann im Sinne der Charttechnik eben durchaus immer wiederholen, im Sinne dessen, dass wir hier eben immer wieder einen selbst erklärenden, selbst ablaufenden Prozess erleben, der natürlich auch immer Überraschungen in die Gegenrichtung bereithalten kann. Aber nochmal, eine Trendbewegung, die Fahrt hat, neigt eben eher dazu, in Fahrt zu bleiben. Gut, das wäre es mal hier zur Situation gewesen der Betrachtung des Multi-Time-Frame-Ansatzes im Bezug zur nächsthöheren Zeitebene. Kommen wir jetzt kurz zu dem Rainbow. Da kann man viel zu sagen. Wie gesagt, es gibt da eine Online-Seminarreihe und das kann man auch sehr, sehr ausdehnen, das Thema. Ich will Ihnen nur ganz kurz darstellen, um was es hier beim Rainbow geht. Letztlich haben wir hier den Rainbow im klassischen Stil. Das heißt, Sie sehen hier viele gleitende Durchschnitte. Fängt hier beim exponentiell gewichteten Neuner an, das ist der rote, und geht hier bis zu dieser grünen Linie, das ist der EMA 100 in unterschiedlichen Einstellungen. Okay? Und wenn dieser
Rainbow, diese multiple gleitenden Durchschnitte aufgefächert sind, also alle in eine Richtung blasen sozusagen, so nenne ich das immer, dann ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass hier eine klare Trendrichtung vorliegt, weil die unterschiedlichen Farben, und das ist sozusagen auch einer der Hintergründe des Rainbows, stehen hier für verschiedene Händlergruppen. Ja, Rot, Lila, Orange, Gelb sind die Kurzfristtrader, grünlich sind dann die Mittelfristtrader und dann Türkis, Dunkelblau werden dann die Langfristtrader. Und wenn die alle in eine Richtung blasen, also sich die Trader sozusagen in Anführungszeichen alle einig sind, wohin denn die Richtung gehen soll, dann ist es hier vorteilhaft, in Trendrichtung sich zu positionieren, um praktisch im Einklang aller Tradergruppen zu handeln. Dass das natürlich kein fortwährender Prozess ist, dürfte klar sein. Das heißt, hier in dieser Situation nach einem relativ fortgeschrittenen Trendbewegung kann es natürlich genauso weitergehen, aber es kann auch hier zu einer Umkehr kommen. Und dem muss man sich natürlich immer stellen. Und auch dann natürlich entsprechend mit Stops absichern. Denn man weiß natürlich nicht, wann es zu einer Trendwende kommt, wann der Markt hier ein signifikantes Tief ausbildet, um dann wieder eine Erholung zu starten. Letztlich geht es nur darum, dass Sie Trendbewegungen suchen und diese können Sie mit dem Rainbow, mit dem Multi-Timeframe-Ansatz infolgedessen, dass Sie hier verschiedene Händlergruppen einfangen, nämlich die kurzfristig, mittelfristig und langfristigen Trader, relativ leicht lokalisieren, ob hier eine Trendbewegung vorliegt oder nicht. Sie sehen, hier gab es eine Abwärtsbewegung, hier gab es sozusagen den Rainbow Spin. Das heißt, die Richtung, die Ausrichtung der Trader wechselte. Es musste nicht heißen, dass das jetzt dann hier in so einer Aufwärtsbewegung mündete. In dem Fall ist aber schön zu sehen, dass es dann tatsächlich zu einem positiven Rainbow Spin kam und der Rainbow dann eine positive Auffächerung vollzog und es sich dann eben empfiehlte, hier mit dem Trend jetzt nicht mehr gen Süden, sondern gen Norden zu traden. Das zum Rainbow. Relativ simpel eigentlich, aber da kann man viele modulare Ansätze und Konzepte noch daraus weiter auf Schlussfolgern. Letztlich eine sehr, sehr schöne Trendintention, um hier auch darauf aufzubauen, wie man denn hier in den Markt kommen kann. Mit dem Rainbow, wie gesagt, ist es eine hervorragende Möglichkeit. Gut. Ein anderer Ansatz, nicht Rainbow, aber hier mal die multiplen gleitenden Durchschnitte dargestellt. Genau dasselbe Prinzip. Es ist auch jetzt eher unwichtig, ob Sie den EMA 9, 12, 15 etc. nehmen. Viel entscheidender ist es eben, dass Sie ein Sammelsurium an kleinen Durchschnitten haben, die Ihnen die Trendrichtung vorgeben. Um hier den passenden Einstieg zu finden. In Trendrichtung. Nur darum geht's. Immer wieder nur in Trendrichtung. Und diese multiplen gleitenden Durchschnitte, ob das jetzt der Rainbow ist, ob das hier so ein Sammelsurium an längerfristigeren, kurzfristigeren ist, ist erstmal gar nicht so wichtig. Wichtig ist vielmehr, dass Sie erkennen, aha, der Markt hat hier eine Trendbewegung. Und auch hier kann man jetzt zum Beispiel mit Fibonacci am Markt agieren, um zu sagen, wir haben eine positive Trendbewegung. Diese mündet jetzt in eine Konsolidierung. Und wer sich mit Fibonacci schon mal auseinandergesetzt hat, der kennt die knapp 2/3-Korrekturen ans 61,8er Fibonacci Retracement im Sinne des goldenen Schnitts, wäre hier praktisch sozusagen eine Idealkorrektur vollzogen, um im übergeordneten Trendsinne wieder einzusteigen. Und ja, hier findet sich tatsächlich eine Stabilisierung und der Markt zieht wieder nach oben an. Also es gibt viele Ansätze, letztlich die der multiplen gleitenden Durchschnitte, auch Rainbow genannt, ist eigentlich nur die, dass Sie hier versuchen, mit einem Blick eine schöne Trendrichtung aufzufangen, einzufangen. Und ich lese gerade noch eine Frage im Chat von der Susanne, und zwar die Frage nach der besten Funktionsweise des Rainbows. Also welchen Timeframe kann man ihn einsetzen? Multifunktional, das Ganze funktioniert vom 1-Minuten-Chart bis zum Wochenchart. Das Timeframe selbst spielt überhaupt keine Rolle. Wenn Sie eine intakte Trendbewegung haben und der Rainbow positiv aufgefächert ist, oder besser gesagt auch die multiplen gleitenden Durchschnitte letztlich alle in eine Richtung weisen, sind Sie sich der Trendbewegung bewusst und dann ist es eben durchaus anzunehmen, dass eine Trendbewegung sich fortsetzt in Trendrichtung. Ja, man muss natürlich auch immer davon ausgehen, wie weit ist der Trend, wie weit ist die Daily Range, was ist schon erschöpft, haben wir irgendwelche Widerstände vorausliegend. Aber zur einfachen Trendidentifikation können Sie den Rainbow sehr, sehr leicht anwenden und eben auch in Kombination mit anderen Elementen der technischen Analyse hervorragend kombinieren, um sozusagen einen Nenner zu finden. Aber vom Einsatzspektrum her in jedem Timeframe einsetzbar. Ich lese jetzt noch mal ein paar andere Fragen durch, ob wir da noch was Relevantes zu den kleinen Durchschnitten haben. Moment. So, da sehe ich jetzt auch nochmal eine Frage genau zum
zu der Einstellung. Also wie gesagt, das hatte ich ja auch schon gemeint. Die gleitenden Durchschnitte selbst sind wichtig, dass sie separierend aufgestellt sind. Können sie auch in Fünferabständen machen oder in Zehnerabständen. Wichtig ist einfach, dass sie mehrere nebeneinander haben. Die genaue Einstellung, also ob sie jetzt 3, 9, 5, 7, 8, welche Zahlen auch immer haben, das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist einfach, dass sie so eine Art Sammelsurium an gleitenden Durchschnitten sehen. Das ist schon mal ganz entscheidend. Gut. Kommen wir jetzt zum nächsten Part, und wir hatten das genannt als Möglichkeit des Multi-Time-Frames, nämlich hier Indikatoren aus einer höheren Zeitebene im aktuellen Trading-Chart zu nutzen, anzuwenden. Wie kann man das machen? Natürlich jetzt die Frage, es gibt da verschiedene Chart-Programme, die einem die Möglichkeit geben, hier sozusagen das genau zu nutzen, das genau anzuwenden. Letztlich bringe ich Ihnen mal ein Beispiel einer Technik, die sich hier mit den Heiken-Ashi-Kerzen sozusagen kombinieren lässt. Heiken-Ashi ist ja auch eine Indikation. Auch dazu werden wir dieses Jahr noch ein FX-Trading-Strategie-Seminar machen, weil allein schon die Heiken-Ashi-Kerzen selbst, das sind Trendfolgekerzen. Sie sehen ja, es gibt nur rote und grüne Kerzen, und meistens haben die so eine gewisse Abfolge. Also das heißt, wenn eine Kerze auftaucht, taucht meistens die zweite in gleicher Farbe auf und idealerweise die dritte in derselben und. Und das heißt, durch die Heiken-Ashi-Kerzen bekommen Sie eine Trendvisualisierung, relativ einfach und umfassend. Und mit den Heiken-Ashi-Kerzen kann man auch sehr schöne Trendbewegungen handeln. Und wenn wir jetzt hier beim Beispiel vom, in dem Fall jetzt mal DAX 30 im M3, also im 3-Minuten-Chart hier die Situation bewerten, dann haben wir hier oben die Heiken-Ashi-Kerzen drin mit verschiedenen Zusatzgimmicks, und hier unten haben wir die Heiken-Ashi-Heatmap, so nennt die sich. Was ist die Heiken-Ashi-Heatmap? Ich sagte ja gerade, dass man bei den Heiken-Ashi-Kerzen eine Trendfolgekerze hat, und die unterliegen dem Prinzip, dass sie sich sozusagen aus der Vorkerze immer wieder neu erfindet und eine Art Trendfolgekerze sind. Und das heißt, wenn hier einmal ein Farbwechsel stattfand, dann neigen die Kerzen dazu, oder besser gesagt, der Preis dazu, eine Trendbewegung zu visualisieren. Und dann ist man im Vorteil begriffen, wenn man hier eine Trendbewegung hat und eben auf diese aufspringt im Sinne der Trendrichtung. Wie erkennt man aber jetzt die Trendrichtung? Die Heatmap stellt hier in verschiedenen Zeitebenen dar. Und da haben wir hier oben den M15, da haben wir den M30, den H1, den H2 und den H4. Wir haben hier die großen Zeitebenen, die übergeordneten, gleichzeitig hier im M3-Minuten-Chart. Aber wir wissen sozusagen, was hier der Trader im M15, M30, H1, H2, was der praktisch für Heiken-Ashi-Kerzen in Form der Farbe sieht. Wir sehen hier diese Abwärtsbewegung kommend. Das war das Gap in der Nacht, whatever. Alles rot, auch die verschiedenen Timeframes waren rot. Dann begann der Trend, sich hier sozusagen positiv aufzufächern, und natürlich entsteht ein Trend in der kleinsten Zeitebene, wenn er sich denn vollzieht im Sinne eines Wechsels. Und das hat er hier dann praktisch gemacht. Er hat sich aufgebaut, die Trendbewegung nahm Fahrt auf, und Sie sehen, die Timeframes haben hier sukzessive auch ins Bullische gewechselt. Und hier zum Beispiel hätte man, nachdem jetzt hier klar war, dass selbst die H4-Ebene bullische Heiken-Ashi-Kerzen aufweist, also eine grüne Tendenzfarbe mit sich bringt, hier zum Beispiel in diese Konsolidierung hinein, also man hatte gesehen, hier gab es einen grünen Aufwärtsimpuls, dieser wurde hier durch eine Konsolidierung pausiert. Aber hier in den übergeordneten Timeframes änderte sich mal rein gar nichts, was ja auch logisch ist aufgrund der schwereren Gewichtung und der Trägheit der höheren Zeitebenen. Hätte man hier zum Beispiel mit dieser kleinen grünen Kerze, mit dieser zweiten oder aber dann mit einem Ausbruch auf ein neues Tageshoch und dieser großen grünen Kerze hier auf eine Trendfortsetzung dieser Aufwärtsbewegung im Sinne dessen, dass hier eben alle anderen Timeframes auch bullisch waren, spekulieren können, um dann sozusagen hier diesen Trend zu reiten. Ähnliche Situation dann weiter oben. Sie sehen auch hier, dass es dann immer wieder Möglichkeiten gibt, in den starken Markt einzusteigen. Gerade auch, wenn es Ausbruchsniveaus auf neue Hochs gibt. Das ist eben immer auch gerade unabhängig von gewissen Multi-Time-Frame-Ansätzen immer sehr, sehr entscheidend, ob wir ein neues Reaktionshoch machen, neues Reaktionstief, also eins der letzten Tiefs oder Hochs aus dem Markt nehmen. Hier ist es ganz interessant, dass man dann nach einem schönen Aufwärtsimpuls eine relativ starke Abwärtsbewegung gesehen hat. Die führte dann auch dazu, dass die Timeframes sich gerade die untergeordneten eben, hier wurde es ja alles schon rot im M3, dann im 15 H1, H2 auch schon, aber der H2,
Genau, der H2 und der H4 wurden nicht beeinträchtigt durch diese Abwärtsbewegung, weil der Markt stabilisierte sich dann wieder hier zum frühen Nachmittag. Und man hat gesehen, dass hier auch die neben dem M3 auch M15 und H1 wieder bullischer wurden. Ergo, hier direkt nach einer nächsten Konsolidierungsphase wieder eine grüne Kerze kaufen, nachdem praktisch der Markt hier zur offensichtlichen Fortsetzung einer Aufwärtsbewegung neigt. Das Spiel kann man unbegrenzt fortsetzen und es empfiehlt sich natürlich auch hier neben dem reinen Indikatorenlesen in Sachen der Farbwahl der Heiko- und Aschi-Kerzen natürlich auch hier höhere Hochs, höhere Tiefs, gewisse Support-Levels im Chart zu haben, um hier praktisch auch eine Sicherheit des Einstiegs zu finden. Man soll einfach mal verdeutlichen, dass Sie hier zum Beispiel die Heiko- und Aschi-Kerzen in einem Timeframe nutzen können mit einer Heiko- und Aschi-Heatmap, die Ihnen in den übergeordneten Zeitebenen praktisch zeigt, welche Heiko- und Aschi-Farbe die jeweilige Kerze gerade hat. Ganz interessant, wie ich finde. Gehen wir weiter. Eine andere Möglichkeit ist die, dass Sie hier zum Beispiel in einem 5-Minuten-Chart, M5, hier zum Beispiel den Stochastik-Indikator aus dem M15 und beispielsweise auch den MACD-Indikator aus dem M15 sich im M5-Chart anzeigen lassen. Ja, also Sie haben hier das, was ich vorhin auch schon mal andeutete, dass Sie in einem Timeframe, in dem Sie traden, sehen, was ist in der übergeordneten Timeframe eigentlich angesagt und wie entwickeln sich dort die Indikatoren. Also Sie sind sozusagen dem 5-Minuten-Trader oder Sie sind als 5-Minuten-Trader dem 15-Minuten-Trader ein Stück weit voraus, weil einerseits sehen Sie die Indikation, die der auch hat, andererseits aber haben Sie natürlich hier die Möglichkeit, einen früheren Einstieg zu finden. Und neben dem Multi-Time-Frame-Ansatz, was ist hier schön zu erkennen, in dieser Situation des Morgens, hier nach diesem Aufwärtsimpuls, Währungspaar, preisliche Achse, alles völlig egal. Aber wir sehen hier einen schönen Aufwärtsschub in der Morning Session. Wer von Ihnen kann hier so ein bisschen ableiten im Sinne dieser Indikatoren, auf was ich hier hinaus will? Mal kurz überlegen. Kein Hexenwerk. Ah, da kommt es schon rein, ja. Richtig, Trendbewegung. Aber Trendbewegung erschöpft sich. Letztlich haben wir hier eine Situation vorliegen, die Sie gerade durch die höhere Zeit eben auch hervorragend visualisiert bekommen. Sie sehen, der Preis macht hier ein neues Verlaufshoch, ein neues Reaktionshoch, nimmt sozusagen das Hoch des Tages aus dem Markt. Hier ist 0 Uhr, der neue Tag beginnt. Tief, hoch, Rücksetzer und wieder ein Hoch. Eigentlich hier alles ganz toll, weil wir laufen eben auf ein neues Tageshoch hinaus. Doch dann großes Manko. Wir bilden hier entsprechende Schwäche aus. Diese wird uns hier visualisiert durch diese negative Divergenz. Sie sehen, Divergenzbildung ist ein großes Thema, auch gerade bei der Indikatorenlehre. Also ich finde, da haben auch gerade Indikatoren ihre große Stärke, nämlich dann, wenn man einen Indikator dazu nutzt, um Divergenzen im Markt abzulesen. Ja? Und wenn Sie eben Divergenzen im Markt sehen, dann kann man hier durchaus aufspringen in den jeweiligen Markt, um sich sozusagen zu positionieren, um in den Markt reinzukommen und letztlich einen Einstieg zu finden, möglicherweise eben gegen die Trendrichtung. Warum möglicherweise? Weil wir sehen hier sehr schön, dass der Preis ein neues Hoch macht, aber der Indikator sich erschöpft. Ja, erschöpft sich hier. Das heißt, das neue Preishoch wurde, Schrägstrich, wird hier nicht bestätigt. Wir machen zwar ein neues Hoch, aber es findet keine Bestätigung in dem Indikator. Zudem haben wir hier unten den MACD aus dem M15, der hier das Histogramm im Hintergrund gerade sehr, sehr schön anzeigt, dass hier Signal- und Triggerlinie eine Divergenz ausbilden. Und das ist eben die Kombination, nach der man durchaus suchen sollte. Das heißt, man sieht hier im 5-Minuten-Chart ein neues Preishoch. Aha! Und man sieht hier zwar in der Stochastik schon eine überkaufte Situation, aber man sieht hier insbesondere auch eine Divergenz. Praktisch das neue Hoch wurde nicht bestätigt durch die Oszillatoren der Stochastik und durch den Trendfolger MACD im Sinne des Histogramms, im Sinne dieser Signallinien. Das heißt, hier ist man gut beraten, unter Umständen ein Short-Engagement zu suchen, was dann wiederum hier nach einem Bruch des letzten Zwischentiefs oder nach dem Farbwechsel der Heike-Naschi-Kerzen oder wie auch immer aussehen könnte. Letztlich einfach nur mitnehmen mal hier, wie man die Indikatoren sozusagen auch in den höheren Zeitebenen lesen kann, anwenden kann. Ganz zweckmäßig, wie ich finde, und durchaus ein probates Mittel, um hier im Sinne des, was ich immer wieder sage, der höheren Zeitebenen hier zu agieren und hier auch einen früheren Einstieg beispielsweise zu finden als manch anderer Trader, der eben hier dann immer nur in einer Zeitebene unterwegs ist.
Somit ergo kommen wir hier mal zu einem kleinen Fazit, was sozusagen jetzt das Ganze nochmal ein bisschen auf den Punkt bringen soll. Und letztlich hier, Handel Trading ist immer das Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Da will ich jetzt gar nicht zu sehr auf die Spiele Schach, Poker und Roulette eingehen. Letztlich müssen Sie lernen, dass Sie, wenn Sie an den Märkten agieren, sich immer Wahrscheinlichkeiten unterwerfen, aussetzen, das Risiko natürlich jederzeit haben, mit dem Trend zu gehen, gegen den Trend. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, um zu agieren. Aber grundsätzlich ist es so, dass Sie immer mit den Wahrscheinlichkeiten spielen, um am Markt sozusagen beständig zu agieren. Und wenn Sie natürlich da den Vorteil haben, hierzu einen gewissen Vorteil zu erzeugen, dann sollten Sie den auch nutzen. Und denn das Verhalten der Marktteilnehmer führt zu immer wiederkehrenden Mustern in den Charts, ja, die Sie praktisch ausgewertet bekommen müssen und auch auswerten müssen. Es bringt nichts, dass Sie blindlings in irgendeinen Markt einsteigen, aus Zufall, aus Jux und Dollerei. Sie müssen wiederkehrende Muster suchen oder auch wiederkehrende Setups. Das ist gerade wichtig, wenn Sie sich selbst ja, eine gewisse Grundlage schaffen, um am Markt zu agieren. Brauchen Sie ein gewisses Setup, was Sie immer wieder abspulen. Ja? Und das Setup der Multi-Time-Frame-Taktik ist einfach das, dass größere Timeframes eben kleinere beeinflussen, maßgeblich die kleineren beeinflussen, und davon spricht man dann bei über fraktale Strukturen, die man eben anwenden kann im Chart. Und immer wiederkehrende Muster und Setups, eben auch einfach nur in der Kombination der fraktalen Strukturen, lassen sich eben finden. Und das sollten Sie eben auch sich hier heute mitnehmen bei diesem Webinar, dass Sie einfach lernen, okay, fraktale Strukturen bringen mir Vorteile. Wenn ich in den übergeordneten Timeframes gewisse Trendbewegungen sehe, dann macht es natürlich Sinn, diese in den untergeordneten auch profitabel auszunutzen und zu handeln. Sie brauchen als Mensch für Ihre Entscheidung natürlich, so sind wir geeicht letztlich, eine Entscheidungshilfe, und Charts liefern uns das eben durch die wiederkehrenden Muster. Und der Chart als solcher ist eben hier auch das meistgenutzte Trading-Werkzeug. Warum? Weil wir natürlich dadurch visualisiert bekommen, wie die Stimmung des Marktes ist. Ja, ein Chart sagt uns, ist der Markt euphorisch, ist der Markt bärisch, bullisch, mit Divergenzen möglicherweise eine Übertreibung und. Das heißt, so ein Chart gibt Ihnen viele, viele Möglichkeiten. Mit dem Multi-Time-Frame-Ansatz und der Verbindung unterschiedlicher Zeitebenen bei der Betrachtung der Charts erhaschen Sie sich aber nochmal einen kleinen, aber sauberen Vorteil, sozusagen im Sinne des genaueren Chartlesens, um eine richtige Entscheidung für sich zu treffen und auch einen besseren Einstieg. Also wenn Sie was heute mitnehmen sollten, unabhängig von Indikatoren und unabhängig vom Rainbow, dann wenigstens das, dass Sie praktisch in den unterschiedlichen Zeitebenen mal rumzoomen, rumscrollen, um sozusagen einen besseren Entry zu finden, eine saubere Einstiegsmöglichkeit, um einfach Ihren Vorteil ein Stück weit zu erhöhen, wenn Sie an den Märkten eben dann handeln und auch ja, letztlich Ihre Einstiege suchen, finden wollen. Ganz, ganz wichtig. Gut, meine lieben Zuschauer, dann hätten wir das im Prinzip heute schon mal bearbeitet. Also hier ganz klassisch die Lehre des Multi-Time-Frame-Ansatzes. Ich kann an dieser Stelle jetzt erstmal vielen Dank sagen. Wir schauen uns am besten gleich nochmal den Markt an, was der denn da so treibt. Das können wir uns gerne nochmal genauer anschauen. Aber letztlich ist das eigentlich schon mal das Gros gewesen in Sachen Multi-Timeframe, was Sie mitnehmen sollten und mitnehmen sollen. Und wichtig ist eben da, dass Sie auch da beständig dranbleiben und sich auch nicht abschütteln lassen, wenn mal in einem Multi-Timeframe-Ansatz hier irgendwas nicht funktioniert. Also Sie geben sich Mühe und es funktioniert dann doch trotzdem mal nicht. Ist ganz klar, das ist das Prinzip der Märkte. Das heißt, Sie werden nie immer richtig liegen können und trotz der besten Analyse oder des besten Setups sicherlich auch mal Fehlentscheidungen treffen. Das lässt sich in Anführungszeichen fast nicht vermeiden. Das ist zwar eine unschöne Realität, aber das ist die Realität des Marktes, und da muss man sich natürlich mit auseinandersetzen und auch darüber klar werden, dass man hier nie immer richtig liegen wird. Gut. JFD Brokers, wie gesagt, wenn Sie Anregungen haben oder dergleichen, einfach eine E-Mail an den Supportbereich, beziehungsweise wir haben ja auch hier unseren JFD Desktop, mit dem Sie jederzeit die Möglichkeit haben, hier mit uns in Kontakt zu treten, mit dem Kundenservice, falls Sie Probleme haben, wie der Herr virtuell vor kurzem, wo es hier um so eine Kurslücke ging. Hier immer, wie gesagt, mit Rat und Tat zur Seite. Oder auch natürlich hier unser JFD Live Trading TV, wo wir jetzt in Kürze dann auch nochmal die US-Märkte beleuchten werden, beziehungsweise hier unterschiedliche ja, Bewertungen in Sachen Analysen, Ansätze, technische Hintergründe, JFD Brokers, Open Sentiment und. Besuchen Sie ruhig unseren Desk, folgen Sie diesem, um dann praktisch hier auch natürlich weiter bei uns zu sein. Weitere Webinare, weitere Education Skills werden wir natürlich immer weiter aufbauen.
Und in dem Sinne wollen wir es eigentlich dann heute schon mal dabei belassen. Ich will Ihnen mal ganz kurz das britische Pfund zeigen, was wir heute Morgen oder was ich heute Morgen schon mal analysiert hatte. Das gab es auch hier auf der Gottmann-Seite schon zu lesen, beziehungsweise wir hatten auch hier ein Trading-Shoutout zum Weekly gemacht, direkt auf dem Stream. Und was macht das britische Pfund? Da will ich Ihnen vielleicht den Rainbow auch direkt nochmal, nicht vielleicht, sondern ich zeige Ihnen dann hier direkt nochmal den Rainbow in reinster Form. Sie sehen hier immer sehr, sehr schön diese Abwärtsswings, diese Abwärtsbewegung, das Abwärtsmomentum. Und die Idee war eben heute Morgen bereits, dass es hier zu neuen Tiefs kommen dürfte, kommen darf, im Sinne dieses Rainbows, im Sinne dieser übergeordneten Rainbow-Struktur. Das sieht jetzt ein bisschen mal anders aus, aber auch hier haben wir multiple gleitende Durchschnitte, ein ganzes Sammelsurium sozusagen, was nichts anderes tut, als hier praktisch zu verdeutlichen, wohin die Trendrichtung der einzelnen Trader praktisch gerichtet ist. Die ist klar abwärts gerichtet und hier im Sinne des Prinzips der Trendfortsetzung, eine Bewegung, die in Bewegung ist, neigt dazu fortzusetzen, war eben hier die Annahme, die, dass wir hier neue Tiefs sehen dürften. Dass das britische Pfund natürlich hier so dermaßen in die Knie geht, das hat in Anführungszeichen die FTSE-Vektorlogik fast schon vorausgesehen, aber in dem Maße war es nie anzunehmen. Wir sind auch hier schon deutlich über der Range. Schauen Sie an, wir haben 179 Pips heute schon zurückgelegt. Der Schnitt generell 125 und der 20-Tage-Schnitt sogar nur 97 bewegt sich irgendwo so in der Mitte bei 120 Pips rund. Und das zeigt hier ganz schön, dass wir hier schon einen deutlich starken Abwärtsmomentumsmove nach unten gesehen haben. Nichtsdestotrotz ergaben sich hier schon Möglichkeiten oder ergibt sich die Möglichkeit dessen, dass eben hier trendfolgend im Einklang der übergeordneten Zeitebene, und ich gehe jetzt mal auf den H1, sehen Sie auch sehr schön die Struktur im H4. Da hat sich hier ein Spin vollzogen. Ja, H4, da gehen wir jetzt so ein bisschen in den Februar hinein, da tat sich der Markt so ein bisschen schwer, da gab es ja auch gerade nach Rainbow hier so einen positiven Spin, der entfaltete sich aber nicht wirklich nach Norden, dann gab es hier den negativen Spin und jetzt haben wir hier im H4 schon einen erstklassig negativen Rainbow, der sich hier mit den untergeordneten Zeitebenen dann eben hier hervorragenden Einklang bringen ließ. Und das unterm Strich führte eben jetzt auch dazu, zu der Annahme, dass der Markt möglicherweise weiter fallen dürfte. Hier im Tagesschart übrigens auch ein ganz, ganz hervorragend negativ aufgefächerter, negativ separierender Rainbow, der im Prinzip eben hier weitere Kursverluste voraus zeigt. Irgendwann wird der Markt auch drehen, gar keine Frage. Aber letztlich haben wir hier ein erstmal sehr, sehr signifikantes, klar vorausliegendes Verkaufssignal, welches hier aufgrund der Unterschreitung, und das können wir uns auch gerne nochmal im Wochenchart gerade mal angucken, hier auf dem JFD Research Desk sozusagen, jetzt warten wir kurz, bis der Chart mal hochgeladen ist hier, wir haben jetzt hier signifikant mit Unterschreitung von 1,4813, das war hier das Sommertief 2013, hier ein ganz signifikantes neues Verlaufstief gemacht. Und das lässt jetzt mutmaßen, dass der Markt hier mittelfristig weiter verlieren dürfte. Und als nächsten Zielbereich haben wir hier das Niveau von 1,4240 aus dem Jahr 2010. Also hier definitiv sehr, sehr bärischer Druck und sehr, sehr negatives Momentum hier im Markt. Also man muss schon hier mit Sorge darauf schauen, was dem britischen Pfund hier noch bevorsteht. Und die US-Dollar-Stärke, die wir ja unlängst seit Sommer letzten Jahres sehen, dürfte wohl oder übel ihre, ja, Fortsetzung finden. Da reißt oder beißt die Maus keinen Faden ab. Es ist anzunehmen, dass hier die Schwäche, die sich darstellt beim britischen Pfund, aber auch beim Euro, wahrscheinlich doch weiter ausbaut als umgekehrt. Also hier die Bären haben hier offensichtlich das Heft der Dominanz weiter in den Händen. Gut, liebe Zuschauer, dann hätten wir das im Prinzip heute schon geschafft für das heutige Webinar. Wenn jetzt noch Fragen kommen, wie gesagt, shoot, wir sind noch ein paar Minuten on air sozusagen. Und da kommen auch schon Fragen rein. Selektiere das nochmal durch. Wie kann ich Multi-Timeframe für mich am besten umsetzen, wenn ich noch keine Erfahrung habe? Da macht es eben Sinn, die einfachste Struktur anzuwenden. Wie gesagt, dass Sie hier in den einzelnen Ebenen agieren, also die klassische technische Analyse vom H1, H4 Tageschart praktisch von oben nach unten aufbauen. Das macht in jedem Falle Sinn, dass man da erstmal Step by Step reinkommt, um sich dann weitere Setups zu erschließen, im Sinne der Markttechnik, im Sinne des Rainbows, im Sinne der Elliott-Wellen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich da am Markt zu bewegen. Wichtig ist erstmal, dass einem klar wird, dass man hier mit den unterschiedlichen
Zeitebenen agiert, um auch hier gewissermaßen einen Vorteil zu haben. Auch hier beim britischen Pfund sehen Sie eben beispielsweise im Weekly Chart, was hier übergeordnet Tacheles ist. Wir haben hier unlängst diesen früheren Widerstandbereich touchiert. Der kommt sogar noch aus den Vorjahren. Und hier gab es eine schöne Umkehr, wohl wissend, dass hier der Markt natürlich auch weiterfallen kann. Ein Ausbruch nach oben hätte sich hier dann vielleicht dann noch bezahlt gemacht. Harald ist Kunde bei JFD, das ist schon mal wunderbar. Wo gibt es denn den Rainbow Windy? Was meinen Sie mit Rainbow Windy? Nochmal bitte spezifizieren die Frage. Ich gehe dann nochmal auf eine andere Frage ein vom Peter. Und zwar ging es darum, beim Peter, dass er hier fragt, was kann man denn noch machen, um sich hier am Aktienmarkt zu bewegen? Wir hatten ja jetzt primär den Forex-Markt in der Beschau. Da sei auch nur gesagt, die Preisverläufe sind sich identisch. Also es ist eigentlich egal, ob Sie einen Index, eine Aktie oder eine andere, ein anderes Underlying für Ihre Analysezwecke nutzen. Wichtig ist, dass Sie sich dessen bewusst sind, dass der Chart Ihnen durchaus Impulse gibt und durchaus verrät, wohin die Reise gehen kann. Und Sie sollten dieses Element auch nutzen in Ihren Analysen. Und da ist es gleich, ob Sie einen Forex-Markt, einen Rohstoff, einen Index, eine Aktie oder auch meinetwegen Bonds analysieren. Wichtig ist für Sie, dass Sie da verstehen, dass Sie die Zeitebene verknüpfen müssen. Ja, also welches Underlying, das können Sie genauso gut am Aktienmarkt machen. Also gerade bei Aktien empfiehlt sich eben hier zum Beispiel vom Tageschart ableitend, dann eben den Wochenchart zumeist zu nehmen, um hier sozusagen die übergeordnete Trendrichtung zu visualisieren. Also der Möglichkeiten gibt es da viele, aber letztlich genauso anwenden auf die Underlyings, wie wir das gerade eben gemacht haben. Der Indikator, Harald, also der Rainbow-Indikator, ist praktisch eine Eigenkreation meinerseits. Eine zur Verfügungstellung ist angedacht in dem Online-Seminar, was jetzt dann geplant ist, noch im Laufe dieses Jahres. JFD-Kunden kommen da mit dem Vorteil rein, entweder das ganze Seminar sogar subventioniert zu bekommen oder mit einem starken Rabatt. Da ist es auf jeden Fall so, dass ich das Template, was Sie gerade gesehen haben, dann in nahezu vollständiger Erscheinung weitergebe. Da gibt es 2, 3 Sachen, die sind lizenziert, die kann ich nicht einfach so weiter rausgeben, aber letztlich werden wir den Indikator dann auch zur Verfügung stellen. Aber für Sie gilt einfach generell, Sie können die auch selbst schnell bauen, den Rainbow. Den gibt es auch in einigen Chart-Tools schon vorgefächert, zum Beispiel hier bei unserem Guidance auf unserer Plattform. Ich werde jetzt mal hier den Chart zur Apple-Aktie öffnen von gestern. Mit einem Klick können Sie den Rainbow sozusagen, die Apple-Aktie, jetzt nehmen wir mal die Infineon-Aktie von heute, das war nämlich ein Bild. Hier haben wir direkt die Aktie. So. So, mit einem Klick. Hier oben sonstige RB steht für Rainbow. Klick und dann haben Sie hier den Rainbow drin. Und hier ist auch sehr schön zu sehen, das Trendmomentum eben. Das ist jetzt der Stundenchart. Sie sehen hier natürlich ein aufwärtsgerichteter Trend. Was für eine Überraschung, aber dann sehen Sie auch sehr schön visualisiert eben durch den Rainbow, wie das hier sich nach oben auffächern kann und was hier die Tendenz zulässt. Und hier ist eben zum Beispiel bei der Infineon-Aktie die mögliche Idee die, dass wir hier innerhalb dieser Konsolidierung in den Rainbow hinein, wie sie eben in der Vergangenheit auch schon immer wieder mal da stattfand, auf eine Aufwärtsbewegung zu spekulieren, die hier im Sinne der Fibonacci-Retracement und einer Horizontalunterstützung sich sozusagen ableiten ließ. Das zum Grundgedanken. Aber der Rainbow selber, wie gesagt, den können Sie auch selber gern bauen. Hier im Guidance auch dann direkt abzulesen, wie der klassische Rainbow hier strukturiert ist. Ob der Start jetzt EMA 9, EMA 12 ist, spielt jetzt, wie gesagt, auch nicht die Rolle. Wichtige, dass Sie ein Sammelsurium an kleinen Durchschnitten haben und so kann das zum Beispiel aussehen. Gut, liebe Zuschauer, jetzt haben wir es 1500. Die gute Stunde ist rum. Es hat mir Spaß gemacht. Fand es auf jeden Fall gut, dass Sie dabei waren heute am Freitagnachmittag. Hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen. Das ist mir ganz wichtig, dass sich die Zeit auch für Sie gelohnt hat. Wenn es Ihnen gefallen hat, seien Sie einfach das nächste Mal wieder dabei. Ich sage jetzt erstmal an dieser Stelle viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften und ich wünsche Ihnen ein schönes, entspanntes Wochenende fern der Märkte und hoffentlich mit einer profitablen Woche. In dem Zusammenhang auf bald. Beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.